Passieren bei Marienhof im Ersten. Viel Spaß wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi. Es wird viel passieren. Kannst du mir das vielleicht erklären? Bitte, das ist meine. Das ist unsere einzige Chance. Unsere einzige Chance? Wovon redest du? Bitte, Carlos, nicht jetzt. Ich erkläre dir das später. Du wirst mir jetzt sagen, was los ist. Okay, ich treffe mich mit Lichtenfels. Ich habe dich wirklich sehr geliebt. Aber es ist vorbei. Es wird viel passieren. Bist du wahnsinnig? Du willst dich mit diesem Verbrecher treffen und dann auch noch ganz alleine? Woher weißt du denn, wo er ist? Lass mich, ich weiß, was ich tue. Du gehst nirgendwo hin. Carlos, was soll ich denn sonst tun? Ich werde nicht zulassen, dass der Kerl Carolina was antut. Oder hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, die Kripo anrufen. Dieser Lichtenfels ist doch zu allem fähig. Ja eben, er ist zu allem fähig. Und er hat gedroht, Carolina was anzutun, wenn wir die Kripo anrufen. Du hättest mir sagen müssen, dass er dich angerufen hat. Stattdessen erzählst du mir, dass du dich mit einer Freundin treffen willst. Ja, hallo, Behrens? Du bist bestimmt schon auf dem Weg, oder? Ja, klar, natürlich. Entspann dich, Sandra. Das war heute nur der Probelauf. Gut, dass du so kooperativ bist. Die Bullen lassen wir schön draußen, okay? Ja. Wir telefonieren wieder. Aber wann? Oh. Annika, ich lieb dich doch. Was ist denn los mit dir? Warum willst du jetzt Schluss machen? Mach's mir bitte nicht noch schwerer, ja? Hey, Süße. Wir haben uns doch gerade erst vertragen. Ist doch alles wieder in Ordnung. Nein. Ich hab's mir wirklich ganz genau überlegt. Was hast du dir überlegt? Annika, sag's mir bitte. Ist das immer noch wegen dieser Geschichte, die Lilly dir erzählt hat? Zuerst küsst du sie auf dieser Halloween-Party und dann der Abschiedskuss. Und zwischendrin ein bisschen Liebe und Leidenschaft. Und das war alles so unwichtig, dass du es ganz vergessen hast, mir zu erzählen. Das ist doch völliger Quatsch. Nein. Raul, ich kenne dich lange genug und vielleicht kannst du ja überhaupt nichts dafür. Aber du bist einfach so. Da war nichts mit dieser Lilly. Jetzt glaub mir das doch bitte. Selbst wenn ich es dir glauben würde. Du wirst immer wieder in solche Situationen kommen. Was war denn mit Toni und was war mit Konstanze? Du wirst dich nicht ändern. Aber ich liebe dich. Das glaube ich dir ja auch. Aber ich möchte jetzt bitte, dass du gehst. Annika ist meine Freundin. Ich kann ihre Beziehung zu Raul nicht gefährden. Nur für mein erstes Mal. Nein, ich vergesse Raul. Schlaf schon, gute Nacht. Und Lilly. Heute muss gefeiert werden. Psst. Die Vögel schlafen schon. Fantastisch, dass ich die Sache noch vor Jahresende unter Dach und Fach gekriegt habe. Morgen wird der Vertrag unterschrieben. Welcher Vertrag? Habe ich dir gar nichts gesagt? Ich kaufe ein Mietshaus. Und was für eins? Marienhof Nummer 8. Ach so. Was ist denn? Junge Dame, immer noch Liebeskummer? Das sind die Jungs alle nicht wert. Komm, wir machen eine Flasche Shampoos auf. Wäre das eine Idee? Fechner? Mutter. Oh, entschuldige, das habe ich völlig vergessen. Was? Oh nein, ich kann hier jetzt nicht weg.
können die Handwerker nicht eine Woche später... Ja, ich weiß, ich hab's versprochen. Die Küche ausräumen und das Bad. Das kann ich doch machen. Gib mir mal die Omi. Du hast doch Schule. Ich brauch sowieso eine Auszeit. Ich lass mich einfach krank schreiben. Aber warum denn nur? Ist dein Liebeskummer tatsächlich so schlimm? Du, Mutter, was hältst du davon, wenn Lilly zu dir kommt? Fein, so machen wir das. Übermorgen kommt sie zu dir. Gute Nacht, Mutter. Danke, Onkel Thorsten, das ist echt lieb von dir. Es hilft alles nichts. Wir müssen die Polizei anschalten. Fängst du schon wieder damit an? Ja, weil es absolut keine Lösung ist, das Spiel vor diesem Wahnsinnigen mitzuspielen. Wenn es einmal geklappt hat, dann wird er dich wieder erpressen. Das glaube ich nicht. Sobald der sein Geld hat, ist er bestimmt über alle Berge. Was ist, wenn er dir nur eine Falle stellen will? Das muss ich riskieren. Er meint seine Drohung ernst, Carolina was anzutun. Aber wenn wir mit Carolina hier in der Wohnung bleiben, wie soll er da an sie rankommen? Vergiss es. Ich halte das hier in der Wohnung nicht aus. Ich werde wahnsinnig hier drin. Sandra, überleg doch mal. Wir haben Polizeischutz und jeder kennt Lichtenfels Gesicht. Wie soll er da ins Haus kommen? Was weiß ich? Er ist bewaffnet. Hast du das vergessen? Die Pistole haben sie ihn abgenommen. Und Geld hat er auch keins mehr. Also mach dich nicht verrückt, Sandra. Hallo, Behrens? Guten Morgen. Also, unser Rendezvous ist heute Abend gegen 8. Und wo? Das erfährst du kurz vorher. Ich rufe wieder an. Ich hab das Geld, wie besprochen. Brav. Ach ja. Hat sich dein Töchterchen über den Teddy gefreut? Was für ein Teddy? Kleines Geschenk von mir. Schau mal in eurem Buggy nach. Was ist? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht wie. Aber Florian Lichtenfels muss in unserem Kinderwagen gewesen sein. Lilly, warte mal. Ah, Raul, du. Ich muss mit dir reden. Ich hab keine Zeit, ich hab einen Arzttermin. Annika hat mit mir Schluss gemacht. Was? Ja, und zwar wegen dir. Aber das wollte ich doch gar nicht. Das war doch gar nicht meine Absicht. Das musst du dich auch so blöd verplappern, ne? Es tut mir leid. Ich werde euch keinen Stress mehr machen, ich werde gehen. Gute Idee. Aber vorher sagst du Annika noch, dass zwischen uns nichts gelaufen ist. Hast du mich verstanden? Ich glaube, du hast hier was nicht verstanden. Es geht nicht um Lilly, es geht um dich. Florian Lichtenfels kann überall unbemerkt auftauchen. Wir können ihn nicht dran hindern. Dafür ist die Polizei da. Nur die kann uns helfen. Verstehst du das nicht? Das ist mir zu riskant. Ich habe Angst. Begreif das doch endlich. Guten Morgen. Morgen. Entschuldigen Sie die Störung. Wir haben eindeutige Hinweise, dass sich der Gesuchte doch hier in Köln aufhält. Anscheinend hat er einen Autofahrer überfallen und ihm sein Fahrzeug gestohlen. Ja, samt Geld und Handy. Das Opfer konnte Lichtenfels anhand des Fahndungsfotos identifizieren. Ja, keine Sorge. Wir denken da an einen verstärkten Personenschutz für Sie alle. Ich glaube nicht, dass das wirklich nötig ist. Wir schaffen das. Sind Sie sich im Klaren, dass Sie damit Ihr Leben riskieren? Sandra. Okay, ich bin Carolina Mutterflasche. Auf jeden Fall werde ich weiterhin vor Ihrem Haus rund um die Uhr einen Kollegen in einem Fahrzeug postieren. Gut zu wissen. Schönen Tag noch, Frau Behrens. Zu Oma Fechner. Am liebsten sofort. Wann kommt er denn wieder? Du
Tut mir leid, da muss ich passen. Er ist zurzeit dauernd unterwegs. Immer dringende Geschäfte. Ah ja, stimmt. Er will sich ja so ein Mietshaus kaufen in die Ecke wegen den Steuern. Also. Darf ja wohl nicht wahr sein. Und mir jammert er was vor, wie schlecht die Geschäfte gehen. Er meinte, das ist nur so ein alter Kasten. Marienhof Nummer 8. Bitte? In diesem alten Kasten wohne ich mit meiner Familie und es ist ein sehr schönes altes Haus. Komisch, das weiß er doch, oder? Dass er nichts gesagt hat. Es ist so ein Geheimnis, Kammer ist wieder typisch für Thorsten. Tja, dann hast du ihn jetzt als Chef und als Vermieter. Spaß. Ja, ganz toll, danke. Nur gut, dass ich das jetzt schon weiß. Das darf nicht wahr sein. Du, mein Lieber, bist also der neue Hausbesitzer und stellst dich heute den Mietern vor. Na, viel Spaß, du wirst dein blaues Wunder erleben. Dass Matthias Zeit hat. Komm gleich rüber. Aber du hast ihm nichts verraten. Keine Sorge. Wäre es nicht besser, wenn du... Sag, das Thema haben wir doch schon durch. Ich lasse dich da nicht alleine hingehen. Ha, eben, aber ich musste doch Florian versprechen, dass ich alleine komme. Ich werde völlig unsichtbar sein. Kannst dich auf mich verlassen. Ach, Carlos, bitte. Der Typ ist doch vollkommen unberechenbar. Ich habe das Ganze doch schon einmal mitgemacht. Und deshalb komme ich auch mit. Eine Entführung reicht. 20.000. Ganz nur Spaß. Und was machst du, wenn er mehr haben will? Ich hab nicht mehr, aber damit kommt er schon ein ganzes Stück weit. Hauptsache, er verschwindet. Hoffen wir es. Natürlich, er muss ja verschwinden. Das ist seine einzige Chance. Hallo? Es kann losgehen. Fahr auf der Landstraße Richtung Dormagen. Ich melde mich wieder. Okay. Carlos, und wenn ich nicht doch besser alleine? Sandra, wir stehen das gemeinsam durch, okay? Okay. Also gut, dann sagst du jetzt Matthias Bescheid und dann verschwinden wir beide durch den Hinterausgang. Ich muss einfach nur mit dir reden. Es tut mir alles so leid. Mhm. Okay, bis nachher. Tschüss. Na? Na? Alles erledigt? Ja, ich bin eine Woche krankgeschrieben. Mit Annika kann ich heute Abend sprechen. Prima. Hier deine Fahrkarte. Morgen früh 7:30 geht's los. Danke. Wunderbar, du kannst ja wieder lachen. Es geht doch. Jetzt übertreib bitte nicht, Ockerchen. Ich bin froh, dass ich hier wegkomme. Und deine Oma freut sich auch schon auf deinen Besuch. Hallo, was darf ich dir bringen? Ein Cappuccino, bitte. Ja. Du hast dort jede Menge zu tun. Küche und Bad, ich weiß schon. Mhm. Aber auch wenn die Handwerker kommen, hast du zu tun. Man muss denen ständig auf die Finger sehen, sonst bauen die Mist. Okay, sonst noch was? Die sollen nur ja ihren Schutt mitnehmen. Sonst bleibt das alles an dir hängen. Du kennst dich ja echt gut aus mit Handwerkern. Das kannst du gut gebrauchen als frisch gebackener Vermieter. Das Haus ist ein echtes Schnäppchen. Die Mietverträge sind auf einem hohen Niveau. Und ich spare richtig Steuern durch den Kauf. Hast du denn so gute Umsätze gemacht in diesem Jahr? Tja, zurzeit müssen alle sparen. Und wo können sie das? Bei mir. Übrigens, Annalena hat sich ganz schön gewundert, dass du ihr nichts gesagt hast. Hm. Sie wohnt ja in dem Haus. Alles zu seiner Zeit. Jetzt, wo der Kauf perfekt ist und alles notariell beglaubigt und besiegelt, kann sie es gerne wissen. Carolinchen schläft? Gut, dann bin ich beruhigt. Danke, Matthias. Bis später. Carlos, bitte, bleib unten. Ja, doch. Und was ist? Ja, zu Hause ist alles in Ordnung. Sollte auch passieren. Zu Hause ist ja umstellt. So einfach, wie wir uns an unseren Bewachen vorbeigeschlichen haben, hm? Hör bloß auf. Ich hab dir doch gesagt, du sollst besser bei Carolina bleiben. Verdammt. Es wird schon gut gehen. Lichtenfels braucht Geld. Und zwar schnell. Und wo bleibt er? Was, wenn das nur ein Trick war, um uns von zu Hause wegzulocken? Ich glaub, da kommt er. Ja.
denke, das ist er. Licht aus! Es ist soweit. Komm näher. Bist du allein? Natürlich. Stopp. Ist die Kohle dabei? Klar. Na, dann gib her. Hier spricht die Polizei. Ergeben Sie sich. Das hättest du nicht tun sollen, Sandra. Können wir? Und? Schon aufgeregt? Wieso sollte ich? Na ja, du hast ja viel vor. Du musst dich jetzt, warte, ja, einen guten Dutzend Mieter als neuer Hauseigentümer vorstellen. Eine meiner leichtesten Übungen. Ich halte eine kurze Ansprache. Ich werde als der neue Hausherr ein strenges, aber faires Regiment führen. Aha. Keine Sorge, ich werde mich durchaus sozial und korrekt verhalten. Hm. Das möchte ich dir auch raten, mein Lieber. Unsere Hausgemeinschaft ist nämlich ziemlich gut organisiert. Wir haben so eine Art Hausverein gegründet. Wozu? Was soll das? Um die Interessen der Mieter zu schützen, ganz einfach. Wir haben sogar einen Sprecher gewählt, oder besser gesagt eine Sprecherin. Und rate mal, wer das ist. Eine Falle. Das wirst du bereuen, Sandra. Rühr dich nicht von der Stelle, sonst... Ich versteh's doch auch nicht. Ich hab die Polizei nicht angerufen. Maul! Herr Lichtenfels, lassen Sie die Waffe fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Scheinwerfer aus! Sonst knall ich Sie ab! Dann wollen wir mal. Ich werde deine Fahrkünste wieder in Anspruch nehmen müssen. Du fährst. Aber diesmal keine Tricks. Nein! Ah! Komm her jetzt, kommen Sie hier rüber! Sandra, nein! Und? Ex. Finale Rettungsschuss, nichts mehr zu machen. Ohne Schreckschusspistole. Ist alles vorbei, ist alles vorbei. Bitte glaub mir das doch endlich. Von Raul war da nichts, 0, nichts. Es ist doch meine Schuld, wenn ich mich in den falschen Typen verliebe. Das hat nichts mit dir zu tun. Es sind ganz andere Sachen passiert. Aber du kannst doch nicht einfach Schluss machen. So. Bekommt ihr beiden noch was? Lieber nicht, nee, danke. Außerdem fahre ich morgen weg. Und selbst wenn nicht, dann er liebt dich. Nur dich. Ich habe mir das gut überlegt. Bitte lass es dir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen. Mach's gut. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komplett neu eindecken. Ich habe das doch kontrolliert. Ja, trotzdem regnet es überall rein. Du hättest nur mal die Mieter ganz oben fragen müssen. Ah, ja, ich es noch vergesse. Die Spülkästen in den meisten Toiletten sind marode. Aber Frank macht dir da bestimmt einen guten Preis. Neue Spülkästen, das ist doch Unfug. Das wurde bisher nicht gemacht. Warum soll ich das jetzt machen? Weil es fällig ist, ganz einfach. Aber ich würde sagen, du schaust dir das alles mal in Ruhe an und wir müssen jetzt los. Wir kommen nämlich eh schon zu spät zur Mieterversammlung. Und Schallschutzisolierung, das ist doch völliger Humbug. Ja, okay, wir können auch gleich über Mietminderung sprechen. Das wäre manchen sogar lieber. Das lasse ich mir nicht bieten. Thorsten, jetzt bleib mal ganz ruhig. Streiten bringt keinem was. Wir sollten uns einigen. Übrigens, die ganzen Mieter in deinem Haus sind im Mieterbund und im Falle eines rechtlichen Streits würde dann der die Anwaltsgebühren übernehmen. Ja, können wir? Carolina schläft wie ein Murmeltier. Sie hat von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Zum Glück. Naja, das Handy brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Gott, was für ein Horror. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schlafen kann. Aber jetzt haben wir alles hinter uns.
Polizei ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Die wussten schon Bescheid. Die hatten nämlich dein Handy seit kurzer Zeit abgehört. Weil sie den Verdacht hätten, dass du dich mit Lichtenfels treffen würdest. Aus was für ein Wahnsinn. Ich will nicht schuld sein am Tod eines Menschen. Sandra, denk doch nur mal an Carolina. Ja, natürlich. Ist schon gut, dass man sich jetzt keine Sorgen mehr machen muss. Aber es ist so schrecklich, einen Menschen sterben zu sehen. Auch wenn ich jetzt weiß, dass er uns nie, nie wieder etwas tun kann. Lieber Raul, bitte glaub nicht, dass du mir nicht mehr wichtig bist. Ich war von Anfang an sehr glücklich mit dir. Die Zeit mit dir war wunderbar. Deine Liebe hat mich erwachsen werden lassen. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Das habe ich von dir gelernt. Keiner kann sich grundsätzlich ändern. Und ich habe dich wirklich geliebt, so wie du bist. Leider wird mir immer klarer, dass du nicht der Mann bist, der auf lange Sicht gut für mich ist. Die Sicherheit, die ich brauche, kann ich bei dir nicht finden. Ich bin froh, dass ich so weit bin, das zu erkennen, auch wenn es weh tut. Meine Entscheidung kommt dir bestimmt total egoistisch vor. Aber ich kann nicht mehr zurück. Lass uns ein bisschen Zeit. Ich will, dass wir Freunde bleiben oder besser Freunde werden. Mach's gut, Raul. Deine Annika. Jetzt haben Frauen mit empfindlicher Gesichtshaut gut lachen. Mit dem medizinisch sicheren Weg zu weniger Falten. Eucerin Q10 Fluid. Mit körpereigenem Q10. Klinisch bewiesen. Sichtbar weniger Falten in 5 Wochen. Besonders hautverträglich. Eucerin. Das medizinische Hautpflegeprogramm. Was machst du da? Ich bin in meiner Eigenschaft als Vermieter hier. Was ist das? Ich habe da mal was ausgerechnet. Du willst die Miete erhöhen? Hm. Ist das von ihm? Annika, weißt du, was ich glaube? Er liebt dich und du liebst ihn. Und wenn ihr noch ein bisschen bei Verstand seid, dann gebt das nicht so schnell auf.